ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch herzhafte Muffinrezepte zeigen mit Zucchini. Die sehen richtig super aus, wie eine Rose und schmecken auch richtig lecker. Und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Ich habe zwei Zucchinis, ihr könnt mehr oder weniger nehmen. Die Zucchinis werden gar nicht geschält, sondern einfach in dünne Scheiben geschnitten. Damit die Zucchinis ein bisschen weicher werden und auch eingerollt werden können, gebe ich die in kochendes Wasser rein und lasse die so eine Minute kochen. Also nicht lange kochen, nur eine Minute, nicht länger. Dann brauchen wir Blätterteig und Frischkäse. Ich habe eine Packung Blätterteig. Den Blätterteig werde ich in 6 Stücke teilen. Frischkäse einfach glatt streichen. Dann kommen die Zucchinis auf die obere Seite. Ich klappe die untere Seite einmal nach oben und roll das ein. Ich habe jetzt eine Muffinform mit Öl bestrichen und gebe die Muffins da rein und werde die bei 180 Grad so ungefähr 30 Minuten backen. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Wie ihr sehen konntet, ist das super einfach zum Vorbereiten und sieht super aus. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.